Hallo und herzlich willkommen hier zur weihnachtlichen Sonderausgabe von Stöpselkopf. Und ich habe mir ehrlich gesagt echt lange Zeit Gedanken gemacht, was machst du zum 24., also zu Weihnachten, mit Stöpselkopf? Machst du eine Special-Folge mit irgendeinem Bauprojekt? Oder holst du irgendwelche Gäste einfach noch mit in die Sendung? Und es ist letztendlich doch ein bisschen konfus gelaufen. Ich hatte erst ein Projekt angefangen, das war ja unter anderem auch der Stöpselkopf Adventskalender, der ja eigentlich mit einem großen Feuerwerk eigentlich enden sollte zum 24. Dann die kleinen Bonusfolgen bis zum 31. Ist da jetzt gerade so ein bisschen erstmal vom Tisch verschwunden. Und alternativ habe ich auch lange Zeit überlegt, ob jetzt noch irgendein Projekt anfangen, ob ich jetzt echt noch irgendetwas hier groß auf die Beine stelle. Und glücklicherweise, muss ich dazu sagen, glücklicherweise gibt es da Menschen draußen unter euch, die mir doch da auch mehr oder weniger beigestanden sind. Und letztendlich ist da draus etwas geworden, wie möchte ich sagen, was eigentlich schon die ganze Zeit parallel zum Adventskalender schon in Planung war, jetzt nun endlich auch über die Bühne gegangen ist und ich glücklich bin, das jetzt auch so an dieser Stelle verkünden zu können. Und dazu kommt aber noch, ich will es nicht für mich alleine, ich will es für euch und deswegen haue ich das jetzt auch so größtenteils raus. Und zwar, die Rede davon ist nämlich das hier. Und zwar, naja, möchte ich schon sagen, wovon ich eigentlich auch teilweise, muss ich zugeben, eine Weile geträumt habe. Und da muss ich jetzt aber an dieser Stelle auch erstmal zwei Personen danken, auch wenn ich jetzt nicht groß der, naja, Dankeschön-Sager bin bei Stöpselkopf. Diejenigen Personen wissen das in der Regel eigentlich auch, dass ich ihnen da zu vielen Dank verpflichtet bin. Aber an dieser Stelle möchte ich jetzt erstmal den Erik und der Peggy danken. Den Erik zum einen, der mir die Kleber gemacht hat und zum anderen die Peggy, die die ganzen auch finanziert hat. Und zwar gibt es jetzt Stöpselkopf-Aufkleber. Und die möchte ich natürlich jetzt nicht nur für mich haben, jetzt hier irgendwie groß jetzt hier eine Wand damit tapezieren. Ich möchte vielmehr, dass ihr da draußen die ganzen Kleber bekommt, ich sie nicht alle für mich selber behalte. Und wie ihr die bekommt, ist auch relativ einfach. Ihr müsst ganz einfach mal unten in die Videobeschreibung schauen. Da ist ja schon seit Urzeiten eine Handynummer eingeblendet, die ihr ganz einfach über WhatsApp kontaktieren könnt. Und da braucht ihr mir bloß schreiben, Stöpselkopf, gib uns den geilen Scheiß. Da müsst ihr allerdings dann nur noch hinzufügen, weiß oder schwarz. Das ist jetzt auch ein kontroverses Thema gewesen, jetzt gerade in den Foren der Stöpselköpfe und ich habe da ja mal zwischendurch einfach mal so gerade die engeren Kreise mal durchforstet, was ja besser ankommt und das ist ein kontroverses Thema geworden, worauf ich dann jetzt einfach nur den Kompromiss eingegangen bin. Ich produziere erstmal einfach beide oder beziehungsweise lasse beide produzieren, so dass die alternative Wahl immer noch da ist, dass ihr euch wirklich sagen könnt, ich will lieber den weißen, ich will lieber den schwarzen und den lasse ich euch dann natürlich zukommen. Das ganze weitere Prozedere, wie ihr natürlich kostenlos zu diesen Stöpselkopfaufkleber kommt, das klärt dann die Peggy mit euch über WhatsApp, also mit Adressdaten und so weiter, dass wir euch die zukommen lassen können. Und ich denke, das ist doch ein relativ guter Kompromiss, dass wir jetzt sagen, zu Weihnachten noch ein kleines Weihnachtsgeschenk von Stöpselkopf, so diese Kleber rauszuhauen. Und ich denke, das ist doch eine schöne Sache. So könnt ihr natürlich auch zeigen, dass ihr ein Fan von Stöpselkopf seid und vielleicht einen dieser legendären Stöpselkopf-Aufkleber erhascht hat. Natürlich, solange der Vorrat reicht, gehen die natürlich auch an euch raus. Ich werde, denke ich, hier auch das eine oder andere mit diesen Aufklebern verzieren. Und ihr könnt sie ja natürlich auch überall hinkleben, wo ihr wollt. Die Peggy zum Beispiel, die hat sich gleich so einen ans Auto geklebt. Finde ich eine tolle Sache. Jeder sieht es dann gleich draußen auf der Straße, dass sie Stöpselkopf schaut. Und ich hoffe, ihr werdet die Stöpselkopf-Aufkleber genauso irgendwo platzieren, dass sie jeder sieht. In diesem Sinne wünsche ich euch erstmal ein schönes Weihnachtsfest. Wir sehen uns selbstverständlich zur nächsten Stöpselkopf-Folge wieder. Feiert schön, macht's schön gut. Ciao!